Ah, Odysseus, einer der Helden von Atlantis, entsandt, um in meiner Armee zu kämpfen. Akanthos, ihr kennt sicher den berühmten Odysseus. Ich hörte von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Akanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax-Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen. Es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojas Minen finden und erobern. Zu Age of Mythology. Entschuldigung, ich wollte dem jungen Herrn da nicht ins Wort fallen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ja, kein Gold. Das ist doof. Um es mal ganz sanft zu formulieren. Ach, Moment, ich habe hier schon ein paar Fischerbütchen. So, dann markieren wir wie immer unsere Truppe und den Speer nehmen wir auch mit. Ja, da brauchen wir, für den brauchen wir leider auch Gold. Wir brauchen, glaube ich, für alles jetzt hier Gold. Yep. Nein, für den Minotaurus nicht. Ja, sehr geil. Dann haben wir doch wenigstens etwas, worauf wir uns freuen können, einheitentechnisch. Also dennoch müssen wir ein bisschen vorrücken, um zu schauen, wo denn hier die nächste Goldmine ist, die wir dann uns einverleiben können. Können wir dich upgraden? Nein, da brauchen wir auch Gold für. Ach, dieses verdammte Gold immer. So, wir machen hier hinten mal Le Grand Speicher. Wir haben noch ein bisschen Wild, was wir erlegen können. Ich befürchte nicht, dass hier die Goldmine ist. Die ist bestimmt woanders. Naja. Okay, gut. Sei es drum, da ist sie leider nicht. So, dann kannst du schon mal hier ein Feld bauen. Habe ich noch gar kein Lagerhaus? Oh mein Gott! Du kommst mal hier hinten hin. So, ach ja, ich hatte hier gerade noch versehentlich ein Schiff gebaut. Ein feindlicher Pegasus, das ist ja frech. Komm, könnt ihr Lufteinheiten angreifen? Ja, könnt ihr, sehr schön, dann rasiert ihn mal fleißigst. So, ich hoffe, ich finde mal hier zeitnah die Goldmine des Feindes, denn das wäre vorzüglich. Könnt ihr mal hier noch ein bisschen die Felder bestellen? Oh nein! Da sind sie! Und dann du kannst hier schon mal das Gebäude platt machen, das kannst du sowieso, glaube ich, am besten. Was das macht? Wey, 200 Gold direkt erhalten, schön! Wey! Kopfgeburt, wey! Oh, hey! Da hinten ist ja schon direkt die Basis, das ist ja. Das ist ja mal ein Ding, wa? Sekunde. Lass mich bitte hier hinten erst ein bisschen organisieren. Nein, Kornspeicher nicht. Ein Lagerhaus wäre fein. Da würde ich sagen, nehmen wir doch mal direkt das Dorfzentrum hier ein. Ich hoffe, dass wir das auch hinkriegen. Je nachdem, wenn da nicht zu viel Verteidigung ist. Eine Handelskarawane. Sie versorgt Troja mit Gold. Das können wir unterbinden. Ja, das können wir auch unterbinden, indem wir das jetzt platt machen. So. Aha, da haben wir also das Tor, schön. Da fliegt klein Pegasus vorbei. Leider können wir dem gerade nichts tun, weil wir mit dem Dorfzentrum zu sehr beschäftigt sind. Aber das ist ja nicht schlimm, ihr Lieben. Das kriegen wir trotzdem alles früher oder später irgendwie gedeichselt. Zack. Sehr schön, mehr Ziegen. So. Das Blut des Zeus erhöht die Lebenspunkte von Helden. Ja, das ist doch mal auch recht nett. Oh, da kommt die Defense.
Na komm, wir heilen mal hier ein bisschen was. Sehr schön. So, wieder alles heile gemacht. So, dann haut jetzt mal bitte dem hier aufs Maul. Echt jetzt? Warum müsst ihr mal daneben schießen, verdammt? Ah, ich wollte gerade sagen, ihr tut euch echt ein bisschen schwer, ihr Lieben. Weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Naja, egal. So, da wir jetzt Gold haben, müssen wir auch mal ein bisschen was für die den Goldabbau tun, etc. So, und wir können uns auch langsam aber sicher vielleicht gleich mal ein bisschen upgrade-technisch versorgen. Moment, war hier nicht gerade noch irgendwo eine Ziege? Naja, egal. Du, mein Lieber, hast den Jackpot gewonnen und darfst hier hinten gleich, wenn es denn soweit ist, ein Dorfzentrum aufbauen. Aber bis wir das machen können, müssen wir, glaube ich, erstmal noch hier das Upgrade machen. Das brauchen wir mehr Mampf und mehr Gold. So. Könnt noch mal ein bisschen beten lassen für mehr Holy Power. So, du kannst hier mal eben, ne? Ach, der Lümmel hat uns das geklaut. Ich glaube dir wohl. Rennt einfach durch unsere Basis. Glaub, mein Hamster pupt. So, genug der Fehlerfanzerei. Wir machen jetzt hier eben alles zu Ende platt und dann müssen wir gleich nochmal hier ein bisschen mehr für unsere Verteidigung tun. Zum Beispiel du, mein Lieber, kannst... Nein, kannst du leider nicht. Ich wollte eigentlich sagen, du könntest mal hier was bauen, aber es geht ja leider nicht. Komm, dann mach die Mauer jetzt auch komplett fertig hier. Ja, schön, weiter so. Wunderbar. Gut, dann könnt ihr ja gleich mal hier ein bisschen verteidigen, oder? Genau, macht den Esel platt. Tod dem Esel. Tod dem Esel! Tut mir leid, El Mudi. Je mehr Karawanen wir zerstören, umso weniger Soldaten können die Trojaner ausbilden. Hallo? Ja, aber jetzt kommt auch keiner mehr hier hin. Oder stehen die Karawanen jetzt irgendwo rum und ich muss die noch platt machen? Das kann natürlich auch sein. Fehlt das noch ein bisschen einiges an Gold? So, machen wir mal ein bisschen Leuchtfeuerchen, ne? So, hier für mehr und schnelleren Mampf. So, du kannst hier auch mal ein bisschen göttliche Gunst erzeugen. Ach, da sind noch zwei Ziegen. Warum ist denn die eine fast kaputt? Eiferbiebsch. So, wir brauchen mehr Gunst der Götter. Ach, wir können auch noch einen Helden ausbilden, fällt mir ja gerade auf. Dann machen wir das doch auch mal. Hey, noch ein Minotaurus. So, habe ich überhaupt schon ich habe noch gar keine Dings, Bums, wie heißt es denn? Ihr wisst schon, der Gerät, der Bogenschützen ausbildet. Fehlt mir leider noch komplett. Okay, ich bin aber auch ein Schussel. So, Moment. So, dann bauen wir schon die Bütchen da fertig. So, das war's mit Pegasus. Goodbye, mein Lieber. Du bist zwar ein anmutiges Wesen, aber du hast hier nichts verloren. Wollen wir schon mal unsere Trüppchen ein bisschen verbessern? Ja, komm. Mal ein bisschen was in die Trüppchen investieren. Oh, verbesserte Panzerung von Hopliten gegen Hackangriffe. Sehr schön. Habe ich überhaupt Hopliten? Ja. Okay, die sehen nur irgendwie nicht so aus wie auf dem Bild, was irgendwie eine kleine Mogelpackung ist, findet ihr nicht? So, nee, du brauchst jetzt erstmal hier eine Schießanlage. Stimmt, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Die Schießanlage habe ich noch nicht. Und du darfst hier mal feierlichst ein Türmchen hinbauen. Ach, guck an, der kleine Speer. Ja, das glaube ich aber nicht, mein Freund. Ja, das war sehr geschickt, einmal mitten in meine Truppe reinzumarschieren. Finde ich voll gut drauf. So, ich brauche aber auch noch mehr Gold. Oh, da ist aber nicht viel drin.
Nun gut, das ist dann halt so. Na gut, dann spare ich das Gold jetzt tatsächlich erstmal, dass ich hier das Upgrade machen kann. Lebensmittel kann ich doch ein bisschen investieren. Da haben wir ja noch sehr viel über von. Ja, Holz und Gold. Ja, wir brauchen überall Gold, ne? Mist. Eigentlich wollte ich ja sparen. Ach, guck an. Da meint er mir aufs Maul hauen zu müssen. Ich glaub's ja wohl. Shitte. Das hier schon. Oh Mist, hier war auch noch ein Goldvorkommen. Verdammt. Bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, mal schneller weiterzugehen. Okay, das sagt mir, dass ich doch jetzt mal in Zukunft ein bisschen schneller mich umschauen werde. Ach, guck an, 200 Gold haben wir trotzdem noch abgeschraubt. Immerhin etwas. Ne, man will ja nicht meckern. Mein Gott, grunzen die Minotauren. Könnte man, die werden voll tierisch gut drauf. War der gut. Oh Gott, war der schlecht. Ja, so ist das manchmal mit dem schlechten Humor. Er kann wirklich unfassbar schlecht sein. Achso, du bist fertig mit Häuslebauer. Das ist doch schön. Dann bau doch mal Schmiede anstatt Häusle. So, ich will jetzt natürlich nicht zu nah an die Stadt ran. Aber ich vermute hier hinten noch irgendwo weiteres Gold. Ja! Sag ich doch. Boah, hier haben wir den Jackpot. Genau, alle umbringen, soll Gott sie aussortieren. Na, kommt denn der noch an? Komm schon. Komm schon, haut ihn. Oh, so gerade noch, sehr schön. Wir müssen unsere Handelskarawanen schützen. Oh toll, jetzt haben wir ihn wieder provoziert. Toll. Aber wir haben wieder ein bisschen Gold erhalten, das ist schön. So, du darfst jetzt erstmal da ein bisschen draufhauen, mein Lieber. Und wir dürfen jetzt hier endlich mal das Upgrade machen. Wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, weil ich ein totaler Fan der Hydra bin, nehmen wir wieder Dionysius. Ein geiler Typ. Wie ich nochmal betonen möchte. So, du kannst jetzt schon mal da hinten hingehen. So, da die ja von hier oben gekommen sind, gehe ich davon aus, dass da noch ein bisschen mehr lauert. Echt? Ich konnte das nur einmal benutzen? Verdammt! Shit, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass sich das auflädt. Ja, gut, okay. Leider ist dem nicht so. Das ist schade. Oh, wobei, vielleicht ist hier hinten ja noch ganz viel Gold. Da schauen wir doch jetzt einfach mal, was uns da so erwartet. Echt, wo lange? Echt. Irgendwoher müssen die Lümmel ja gekommen sein, ne? So, hier baue ich mal, auch wenn hier gleich ein Dorfzentrum hinkommt, aber zum Reihenschutz kommt da trotzdem mal ein Abwehrtürmchen hin. Oh, ein Weg nach oben. Ist das gut oder nicht? Oh, hey, wie kommen die denn hier rein? Autsch! Wen hat der jetzt gerade geblitzt, Dings? Ich hoffe, das war nur eine Standardeinheit und nicht irgendwie ein Held oder so. Also nichts Teures einfach. Komm, bringt einfach mal hier alles so ein bisschen um. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. So, jetzt müsst ihr aber das Dorfzentrum bauen können. Jawohl. Ah, stimmt, Schätze. Ja, mega gut. Hier oben haben wir einen Schatz. Was ist das denn? Der Ring der Nibelungen. Stellt ein kleines Goldrinnsal zur Verfügung. Sehr schön. Das heißt, wenn ich das richtig deute, müsste da permanent Gold in unsere Kassen fließen. Und das ist doch mal richtig geil, oder? Ja, ich finde das super. Warum? Ich wusste gar nicht. Gab es wirklich zwei verschiedene Gebäude? Hafen und Flottenwerft? So, dann wollen wir mal ein paar Hydras ausbilden. Heilhydra. Und wir haben Herakles. Sehr schön, den bekanntesten aller Helden, also quasi der PR-Gag von Griechenland. Oh, da kommt jetzt gerade doch ein bisschen was auf uns zu. Scheiße.
Kannst du eigentlich angreifen? Nee, ne? Ja, komm, dann... Du erkunde mal die Karte hier. Sind wir bitte alle erst aufs Dorfzentrum, bevor ihr irgendwas anderes hier platt macht. Aber, du darfst, Jason, du darfst einmal hier den guten Bogenschütze verprügeln, der meint, uns foppen zu müssen. So. Damit wäre auch dieser Gegner kein Problem mehr für uns. Ach, geil. Zwei Hydras habe ich schon. Sehr schön. Das werden drei gleich sein, aber erst gleich. Ach man, bleib doch. Lass dich doch ein bisschen vor den Hydras verprügeln. Huch, da ist ja noch ein Turm. Ah! Den habe ich irgendwie dezent übersehen. Oh, Gold, geil. Keine Sorge, ich kümmere mich gleich hier um Ette. So. Du, meine Liebe, darfst hier noch ein Dorfzentrum bauen. Und warum waren denn hier zwei am Bauen? Ein Marktplatz. Geil. Du, mein Lieber, du baust mal eine Festung und zwar hier schön rein. Auch echt jetzt, ihr rennt alle weg, weil ihr zu diesem einen... Ach. Egal, ihr wisst schon, was er tut, ne, Leute? Ach, gut. Moment, kann ein Held eine Reliquie aufnehmen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oder ob es einen Dorfbewohner braucht. Nein, ein Held. Okay, alles klar. Genau, macht hier noch alles in Ruhe kaputt. Bringt der Schrein eigentlich was? Ein kleiner Ort der Huldigung. Aha. Wenn Dorfbewohner zu einer Mine geschickt werden, sammeln sie Gold. Hä, große Goldmine? Schrein. So, das wollte ich doch wissen. Broschiche. Genau, lass schön die Hydras hier die Dorfbewohner töten, damit die... Jawohl, weitere Köpfe kriegen, jetzt sind die schon zwei. Geil. Oh, ich finde die Hydras so Hammer. So, dann... Oh, da unten hat ein Lümmel wieder angefangen aufzubauen. Das, ihr Lieben, kann ich ja nun gar nicht gut heißen. Deswegen muss ich da einmal zur Tat schreiten. So, und da auch nochmal, dann haben wir es auch gleich schon. So, die nächste Siedlung ist fertig, das ist doch mal sehr schön. Und wir haben sogar schon genug. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Hera? Oder nehmen wir Hephaistos? Nein, wir nehmen Hephaistos, die Kolosse sind mega gut. So, und Überraschung, mal wieder mangels an Gold und Überraschung an Holz jetzt auch. Das ist doch mal eine Abwechslung. So, was können wir hier nochmal machen? Wir können Karawanen ausbilden. Genau, zu jedem Dorfzentrum. Reduziert die auf dem Marktplatz als Tribut zur entrichtenden Strafe. Schön! Aber egal, wir bilden erstmal ein paar Esel aus. Dann sollten wir jetzt auch mal endlich unsere Truppen ein bisschen verbessern. Auch da ist es nämlich an der Zeit. Warum habe ich nur noch einen, der Gold schürft? Oh, weil hier alles weg ist. Das ist natürlich schlecht. Troja erreicht das heroische Zeitalter durch die trunkene Lebenslust von Dionysos. Dionysios, Entschuldigung. So, wie ist das jetzt? Pendelt ihr jetzt einfach hier hin und her oder wie läuft das mit den Eseln? So, auf jeden Fall, ich sehe gerade, ich habe noch einen. Hä? Oh Gott, ich dachte, es wäre ein Dorfbewohner, der übrig wäre. Na gut, dann ist es wohl nur ein Esel. Oh, rapapapam. Gut, dann machen wir erstmal die Rüstung für alle. Holen wir uns noch ein paar Dorfbewohner. Wir müssen gleich mal gucken mit der Nahrung, dass wir da hinkommen. Ist das hier? Lebensmittel aller Soldaten gering. Ja, da ist er, stimmt. Komm, dann sparen wir das lieber für die Kolosse.
Und hier müssen wir auch endlich mal ein bisschen sowas wie Militär ausbilden. Denn es geht ja nicht, dass wir immer nur die Starteinheiten hier haben. Aber es mangelt gerade leider tatsächlich ein wenig am Gold. Brauchst du noch mal? So, du gehst jetzt erstmal da oben hin. Dann baust du hier erstmal ein kleines Lagerhaus. Und du gehst da ganz oben hin. Baust da mal ein Dorfzentrum hin. Ja gut, der Esel pendelt jetzt, das ist schön. Oi, was kann ich denn hier alles machen? Myrmidon-Infanterie des Zeus. Stark gegen Ägypter, Wikinger und reguläre Soldaten. Profitiert von Weiterentwicklung der Infanterie. Schönes Ding! Leje? Ne. So, ihr kommt mal mit. Denn hier oben bedarf es noch zweier Türme. Prostagma, esto. Ach Gott. Ne. So, jetzt haben wir mal Butter bei die Fische. Wir machen jetzt erstmal ein paar Upgrades. Und dann gibt's neue Einheiten. Fleischfressende thrakische Pferde von Dionysios entsendet. Das ist sehr schön. Aber wir können die Türme doch noch verbessern, ne? Ja, Angriffsstärke und so, ja, machen wir auch gleich noch alles in Ruhe. So, Moment. Du darfst mal da oben anfangen. Way, Bellerophon. Cool. Was haben wir sonst noch so? Sehr schön. Zwangsrekrutierte Bogenschützen. Ach, diese Zwangsrekrutierung ist so eine feine Sache. So, dann holen wir mal Bellerophon ins Boot. Ja, wir müssen auch mal gucken, dass wir mit der Holzförderung mal ein bisschen in die Pötte kommen. Denn so wird das alle nichts. So dauert es viel zu lange. Aber hey, scheinbar hat mein Türmchen jetzt hier es für eine gute Idee gehalten. Einfach alles kaputt zu machen. Und ich muss sagen, liebes Türmchen, ich stimme dir dazu. Oh je, Troja hat was gezündelt. So, das reicht auch schon erstmal. So, ihr dürft jetzt hier Gold fördern, ihr Lieben. Waffenschildstand. Ich glaub's ja wohl. Ja gut, dann lassen wir die Waffe mal schweigen. Oder heißt das nur, dass meine schweigen und seine nicht? Nein, das heißt, dass alle schweigen. Aber das finde ich dann umso besser, dass du extra noch hier in meine Nähe kommst. Und hoffentlich schaffe ich das Upgrade für den Turm hier noch fertig zu kriegen in der Zeit. Das wäre lustig. Dann wärst du ganz schön doof. Würdest du ihn jetzt mal bitte verhauen? Danke. Ja, oder du kannst ihn natürlich stattdessen noch einfach hinterher rein. Das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Es geht natürlich nicht wegen Waffenstillstand und so. Ja, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was denn da vorhin stand. Hatte ich hier da nicht gerade noch zwei Leute zum Bauen geschickt? So. Ach man, lass doch mehr die Hydras machen, dann wächst doch immer ein neuer Kopf dazu. Ah, es hat leider nicht ganz gereicht. Schade! Aber naja, immerhin. Was war das denn nochmal? Schatzkammer. Der Reichtum der Götter wird in ihre Truhen fließen, solange sie sie kontrollieren. Ah, stimmt. Das war so ein Gebäude, ne? Yo. Ich dachte mal hier hinten hin. Hui, Reichtümer, hui. So, dann wollen wir nochmal die Reichtümer ausgeben und unsere Einheiten ein bisschen aufwerten. Auch hier, oi. Mein Gott, so viele Upgrades. So, aber jetzt brauche ich erstmal doch einige Bogenschützen etc. Und vor allem endlich mal mehr Holz und schneller Holz. So, du mein Lieber, darfst du feierlich hier mit Gold schürfen. So, dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus hin. Dann kann da oben nämlich auch noch Gold geschürft werden. Volumen. So, dann haben wir
5 davon, was ist das? Werden zu schweren Bogenschützen, mehr Lebenspunkte und Angriffsstärke. Ja, das ist schön, aber ich glaube, wir bilden... Ne, komm, wisst ihr was, machen wir jetzt. Fertig ab. Thema durch, Klappe zu, Affe tut. Ich merke schon, ich lasse mir ein bisschen sehr viel Zeit. So, jetzt holen wir uns auch mal ein, zwei Kolosse dazu. So, wir können bestimmt ein bisschen Nahrung verkaufen. 100 Soldaten verkaufen. Okay, lustiger Besetzungsfehler. Hetimos. Prostagma. Prostagma. So, jetzt haben wir auch eigentlich mal ein bisschen Fernkampf hier hinten. Dann... Gibt's hier noch mehr Fernkampf. Und ein Koloss. Hey! Ach, auch noch zu Elite-Bogenschütze. Mein Gott, wie viele Upgrades das da gibt. So. Ich würde sagen, wir könnten dann jetzt gleich schon mal mit den Truppen, die wir haben, doch mal ein bisschen vorrücken. Zumindest so ein bisschen, ne? Ich meine, wir dürften ja, glaube ich, den Eingang sowieso nicht platt kriegen. Wobei, ich überlege gerade, ob ich nicht hier hinten rum will. Ich lass mal den Speer ein bisschen gucken, was da so auf uns wartet. Vielleicht was Lustiges, vielleicht was überhaupt nicht Lustiges, vielleicht Gold oder Feindfeuer. Oh, eine Reliquie, geil. Hier ist bestimmt ein Tor zwischen, weil er jetzt diesen Umweg reiten wollte. Yep, ich sag's ja. So, dann lass ich doch mal... Du bist, glaube ich, der schnellste Bellerophon, deswegen lasse ich dich jetzt ausnahmsweise mal hier hinten rumhoppeln. Und das ist eben diese Reliquieholz, was ist das denn? Panzer des Achilles. Infanteriesoldaten haben eine bessere Panzerung gegen Hackangriffe. Schön, das nehmen wir doch gerne mit. Apropos, da fällt mir gerade ein. Wir sollten noch ein bisschen Upgrades machen. Alter, wie schnell ich jetzt Gold kriege. Krass. Finde ich gut. Gefällt mir. Ganz klares Like und ganz klarer Daumen nach oben. So, und schon haben wir zwei Kolosse. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen upgraden. Da nochmal ein bisschen upgraden. Und da sind wir schon am Upgraden. Wir können jetzt auch hier das Upgrade machen, aber uns fehlt noch ein bisschen der Glaube. Glaube, Liebe, Hoffnung. So. So, hole er uns die Reliquie. Ja, gut, hier ist jetzt nicht so viel Defense. Da würde ich sagen, kann ich tatsächlich mal eben durchmarschieren. Oh, aber der hat seine Türme jetzt auch mal inzwischen abgegradet. Ja, genau. Weil ich marschiere da doch noch nicht durch, denn da habe ich gesehen, der hatte noch einen Katapult stehen. Und bevor ich mich da jetzt irgendwie verrenne, machen wir es gleich ganz in Ruhe. So, du bringst es einmal eben zum Tempel, mein Lieber. Dankeschön. Ich muss eben kurz einen Schluck trinken. Moment, bitte. Ah, so. Der hat ein bisschen Öl auf die Stimme gekippt. Sehr schön. Und die Geschwindigkeit von Belagerungswaffen erhöhen finde ich gut. Das finde ich gut. Dann brauchen wir hier nochmal... Nein, kein Mampf mehr. Warum eigentlich nicht? Warum habe ich die Fischerei noch nicht ausgebaut? Okay, ihr müsst, dürft euch... Ha, die mittlere Goldmine! Moment, da muss ich doch mal eben gucken, wie viel Gold da tatsächlich drin steckt. Ach, da steckt sogar noch ein bisschen Feind drin. Und 3000 Gold. Hm. Okay, aber da, ich glaube, mittlerweile habe ich ja jetzt nicht mehr so die Goldprobleme. Deswegen geht das soweit alles. So, Moment, was haben wir denn jetzt hier alles an Truppen? Wir haben 3 Elite-Epikon, das heißt, da brauchen wir auch noch 2. Dann haben wir 5 von jedem. Oh, jetzt haut er auch noch einfach ein Türmchen. Da muss doch mal der Koloss von Rodas zuschlagen.
mehr Dörfer bzw. Dorfzentren. Das ist nicht schön. So, noch mehr Holz brauche ich nicht. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Helf mal mit, bitte. Danke. Ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt bin, wo ich mit den Häusern nichts mehr reißen kann. Ah, nein, bin ich noch nicht. Sehr gut. So, dann machen wir das Upgrade auf jeden Fall noch. Wir haben 2 Hydras, 4 Minotauren, 2 Kolosse. Okay, wir müssen mal schauen. Ja, ich sehe da noch ein bisschen Potenzial. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr hin. Müssen wir einfach mal schauen. Aber erstmal, ich verdräng's die ganze Zeit. Warum verdränge ich die ganze Zeit die Upgrades? Die sind doch verdammt nochmal wichtig. So, mein Gott. Was ist das? Sichtweite für Gebäude, ja komm. Es ist Zeit, dass die Gebäude nicht mehr so blind sind. 190, es scheint tatsächlich immer noch einiges zu gehen. Das finde ich natürlich sehr gut. Denn da können wir uns doch hiervon ein paar gönnen. Und hiervon noch ein paar. Naja, theoretisch. So, wir verkaufen mal Holz und kaufen dafür ein bisschen Nahrung. So, 2 wenigstens noch. Dann bauen wir noch einen Koloss und gleich noch eine Hydra. Und dann gucken wir mal, wo wir landen bei der Truppenanzahl. Ach, hier hinten kommen die raus. Ich dachte, hat mich schon gefragt, wo kommen denn die Geräusche her? Wie viel haben wir da jetzt? 6, glaube ich, ne? Ja, 6. Alter, da geht ja immer noch sehr viel bei den Häusern. Deswegen baue ich noch mal ein paar mehr. Haus kann ich erzeugt werden. Ja, das ist doch schade. So, dann würde ich sagen, es ist langsam, aber sich an der Zeit mal einzumarschieren. Ach, du bist jetzt ein Goldkoloss. Stimmt, ich habe mich schon gewundert, warum du so anders aussiehst. So, wir brauchen noch ein bisschen göttliche Gunst. Das fehlt uns gerade noch ein wenig. Ach komm, die Upgrades können wir auch mal alle mitnehmen. Hier habe ich soweit alles, aber ich könnte noch ein bisschen Artillerie machen. Halte ich jetzt nicht für die dümmste Idee, aber naja. Kann man noch was an Trüppchen nehmen, ne? Bisher noch nicht. Gut. So, 210. Ach, okay, das war das letzte. Jetzt haben wir das Limit erreicht. Das heißt, komm, wir können uns noch hier was leisten und da gleich was leisten, wenn wir denn die nötige Gunst haben. Und wie viel kostet der? 5 Versorgung, okay. Das hier, ja. Komm, bauen wir hiervon 2, würde ich sagen. Oh, da oben steht ein Katapult, das ist ja echt mies. Also genau, haut erstmal auf die unwichtigen Gebäude, das ist viel wichtiger. Nein, ich will nämlich tatsächlich erst einmal hier hinten mal durchmarschieren, da alles platt machen und dann kann ich schön frontal mich ganz genüsslich um alles kümmern. So, dann haut den mal einer rein. Die Griechen wollen unseren Marktplatz zerstören. Wenn wir unseren Handel verlieren, kommt uns das teuer zu stehen. Ja, das stimmt. Aber das ist dann euer Problem und nicht mehr meins. Dann mach mal bitte da alles kaputt. Dankeschön. Komm, dann machen wir auch das Häuschen da kaputt. Wenn schon, denn schon, eine Ordnung muss sein. Oh, ich habe noch jede. Warum habe ich jetzt auf einmal 225 Platz für Einheiten? Mhm. Vielleicht irgendein Upgrade oder so. Lebenspunkte von Helden. Lebenspunkte aller Soldaten. Sehr schön. Jetzt fehlt mir gerade leider echt ein bisschen Holz. Das ist schade, denn sonst könnte ich mir viele schöne Upgrades kaufen. Aber gut, wir verkaufen einfach ein bisschen Nahrung.
Und kaufen dafür ein bisschen Holz. Und schon... Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Und hier wollte ich hin. Also wovon habe ich denn gerade sowieso viel zu viel an Rohstoffen? Eigentlich nichts. Na gut, ich meine, zu viel kann man sowieso nicht wirklich haben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ist Machen. Ne. Also dann würde ich sagen, sollte ich jetzt... Na komm, wir reißen jetzt hier die Tür mal ein. Ist vorbei mit der Fehlerpanzerei. Galosch. Ach, sehr schön, er macht direkt das Tor auf, damit wir ihn angreifen können. Das ist aber nett. So, dann kriegt ihr mal alle eine Rüstung. Mein Held geht gleich drauf, das hätte ich gar nicht gut. So, dich lassen wir mal eben vom Blitz treffen. Griechischen Hunde sind zu den inneren Wellen vorgedrungen. Hm, das stimmt. So, sehr schön, dann mal alles umbringen hier. So, ich kann da noch ein bisschen was nachträglich ausbilden. Ja, nur dass wir jetzt gleich auch sicher gehen können, dass wir genug Einheiten haben. Na komm, macht erstmal hier alles platt. Eins nach dem anderen, ihr Lieben. Nur macht es. Oh, geil. Schön dreiköpfige. Komm, kriegen wir dich auf 5 hoch? Mach mal eben den hier platt, bitte. Ja, 4 Köpfe. Sehr geil. Mehr Köpfe. Oh, ist das cool. Habe ich erwähnt, dass ich Hydras mag? Ich weiß es gerade nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Falls nicht, ich mag Hydras. Und Züge. Ich mag Züge. Was ist überhaupt mein Ziel? Moment, bilden Sie eine Armee aus und zerstören... Ach, das Westtor zerstören. Ja gut, Armee ausbilden habe ich ja schon. Jetzt muss ich nur noch die Türchen kaputt machen. Ja, nur noch ist gut, das hat 3200 Leben, das ist einiges. Oi, aber ja, das geht doch relativ schnell. Hydras sei Dank, die hauen nämlich ordentlich rein. Und es ist weg. Sehr schön. Super. Und das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, wir nehmen Troja ein. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, Tschüssikowski.